Was sind die wichtigsten Heilpilze? Was können sie für unsere Gesundheit und wie kann ich sie im Alltag nutzen? Hi, ich bin Martin vom Team Schnell einfach gesund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir einen sehr interessanten Ausschnitt für dich, eine Präsentation, einen Vortrag über die 15 wichtigsten Heilpilze oder Vitalpilze, was sie können, was sie sind, wo sie herkommen und wie du sie für deine Gesundheit nutzen kannst. Reishi, Cordyceps, Löwenmähne, das sind ein paar bekannte Vertreter, vielleicht auch Shiitake und Chaga, aber was können sie eigentlich und was sind vielleicht noch Heilpilze, die du kennen solltest? Darüber erfährst du hier mehr in diesem Interview oder in diesem Ausschnitt. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, keine neuen Videos mehr verpassen möchtest und immer up-to-date bleiben möchtest, wenn wir neue Inhalte hochladen, dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Einfach diesen Kanal hier abonnieren, auf Abonnieren drücken und dann bist du auch schon dabei. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Ausschnitt und wir sehen uns, wenn du möchtest, gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell einfach gesund Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auerswald. Heute findest du nochmal eine Solo-Episode, in dem es über Heilpilze geht. In der letzten Episode haben wir allgemein gesprochen, was Heilpilze sind, was sie ausmacht, was ihre wichtigsten Vorteile sind, die Geschichte hinter den Heilpilzen, warum sie wissenschaftlich sehr fundiert, etabliert, gut untersucht sind, warum ihre Einnahme sicher ist und warum ich mich dafür einsetze, dass mehr Pilze auf unserem Teller landen, aber auch mehr Vitalpilze, besonders ihre Extrakte, therapeutisch eingesetzt werden können. Ich bilde selber auch Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, Coaches, Apotheker aus in der Mykotherapie und kann ja aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis sagen, dass Vitalpilze und ihre Extrakte wahnsinnig effektiv für unsere Gesundheit und für unser Immunsystem sein können. Wenn du nochmal die ganzen Grundlagen zu Vitalpilzen und Heilpilzen erfahren möchtest, dann geh bitte zur letzten Episode zurück. Hier in den Shownotes findest du auch einen guten Übersichtsbeitrag über Heilpilze. Und heute reden wir jetzt mal über die 12 häufigsten Vitalpilze und ihre wichtigsten Vorteile und Anwendungen. Die Grundlagen hatten wir schon. Nochmal ganz kurz, Heilpilze sind medizinische Pilze, also Pilze mit bekannten medizinischen, gesundheitlichen Eigenschaften. Sie sind wissenschaftlich sehr gut untersucht, werden seit Jahrtausenden in der Naturheilkunde eingesetzt, haben jetzt auch bei uns ihr großes Comeback und sind kein neuartiger Trend, sondern eher eine Folge davon, dass sie wissenschaftlich immer besser erforscht werden, dass sie in der chinesischen Medizin, im Ayurveda, in der sibirischen Volksmedizin und Co. eingesetzt werden und es da eine lange Praxis gibt. Ich berate selber einige Firmen im Vitalpilzbereich und setze sie selber sowohl bei mir als auch bei Klienten therapeutisch ein und kann dir sagen, dass Vitalpilze wahnsinnig effektiv sind für das Immunsystem, für die Entgiftung, zur Entzündungslinderung, für ein gesundes Darmmikrobiom, also Darmflora, für ein gesundes Nervensystem. Und heute gucken wir uns mal die 12 wertvollsten Vitalpilze an und was die so können. Fangen wir an mit dem Reishi. Reishi, so der König der Heilpilze genannt, ist auch Nummer 1 in der chinesischen Medizin. Und warum ist das so? Das wissen wir heute immer besser, denn der Reishi ist in der chinesischen Medizin als Panazeum, als Allheilmittel bekannt. Warum ist das so und warum ist der Reishi heute in fast 5000 wissenschaftlichen Studien untersucht? Nun, der Reishi ist eines der stärksten entzündungslindernden Lebensmittel, die wir auf unserem Planeten kennen. Der Reishi wird auch als Pilz der Langlebigkeit und Pilz der Hundertjährigen gefeiert. Er wirkt vielen altersbedingten Erkrankungen und Entzündungen aller Art entgegen, stärkt das Immunsystem, wirkt antitumoral, aber die wichtigste Eigenschaft, dass er Entzündungen lindert. Wir wissen heute, dass hinter den meisten chronischen Erkrankungen chronische Entzündungen, sogenannte stille Entzündungen stecken. Und der Reishi ist hier eine wahre Allzweckwaffe für die Gesundheit. Reishi enthält über 120 verschiedene Triterpene, die alle bestimmte Vorteile haben. Ich kann dir bestätigen, dass Reishi sehr, sehr gut zusammen mit CBD-Öl und mit Omega-3-Fettsäuren wirkt, vor allem in Bezug auf chronische Entzündungen. Ansonsten die wichtigsten Eigenschaften von Reishi sind, er ist stark antioxidativ, also er lindert chronische Entzündungen, freie Radikale, er schützt dein Nervensystem, er beruhigt, er wirkt schlaffördernd, also kann auch zum Ein- und Durchschlafen verwendet werden. Er senkt den Cholesterinspiegel, es erregt auch deine Nebenniere und deine Schilddrüse an, auch bei Erschöpfung, bei Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, lässt er sich einsetzen. Er unterstützt die Leberentgiftung sehr, sehr stark. Der Reishi ist unglaublich bitter
und regt damit auch die Leberentgiftung an und kann, ja, eben indem er chronische Entzündungen lindert, ist das so eine Allzweckwaffe, wo du ihn am besten einsetzt, ist im Bereich chronische Entzündungen, Stress, Schlafprobleme, Autoimmunerkrankungen, auch alles rund um Krebs, Allergien, gesunder Magen-Darm-Trakt, also fast alles. Im Zweifel sage ich, im Zweifel Araiji. Araiji geht immer. Also das kann man so sagen. Weiter geht's vom Reishi zum Chaga. Chaga ist so das Pendant zum Reishi aus der sibirischen Volksmedizin. Der Chaga ist ein Birkenparasit, also er befällt alte und geschwächte Birken, wächst dann innerhalb von 10, 20, 30, 40 Jahren durch diese Birken durch und irgendwann kommt dann so ein Knubbel aus der Birke raus. Das ist kein Fruchtkörper, es ist eher so ein Knubbel, so eine Knolle. Diese Knolle können wir ernten, können wir trocknen, können wir zubereiten, etwa einen Pill, einen Tee draus brühen oder einen starken Sud. Es schmeckt wie Schwarztee, kann ich sehr empfehlen, habe ich sehr gerne da. Aus Chaga lässt sich aber auch gut ein Extrakt herstellen. Chaga ist so wie Reishi so ein Anti-Aging-Mittelchen und auch in der sibirischen Volksmedizin ein Allheilmittel, wirkt nämlich auch stark entzündungslindernd, antioxidativ. Chaga ist das Lebensmittel auf der Erde mit dem höchsten ORAC-Wert, hat einen ORAC-Wert von 2 bis 3 Millionen, was fantastisch hoch ist, sehr, sehr reich an Antioxidantien. Der Chaga ist auch, wie man gesehen hat, so dunkelrot bis bräunlich, enthält viele auch Antioxidantien, die für deine Haut gut sind, enthält unter anderem den Stoff Melanin. Melanin ist das, was uns braun werden lässt im Sommer und regelmäßig eingesetzt ist der Chaga in dem Sinne auch sehr, sehr gut für die Haut. Weitere Vorteile, er ist eine gute Unterstützung für dein Herz-Kreislauf-System, fördert die Durchblutung, wirkt antihistaminisch, fördert auch die Libido, weil auch die Libido oftmals mit Entzündungen und mit einer schlechten Durchblutung zusammenhängt. Chaga senkt den Blutdruck, senkt erhöhten Blutzucker, da gibt es ein paar sehr interessante Studien und lässt sich dahingehend auch sehr, sehr breit anwenden. Bei allem, was chronische Entzündungen sind, auch bei Stress, bei Schlafproblemen, bei Übergewicht, Cholesterin, Blutzuckerproblem, ähnlich wie Reishi kann sich der Chaga fast überall blicken lassen. Weiter geht's zum Raupenpilz. Raupenpilz ist auch bekannt als Cordyceps. Es ist ein Pilz, der in Hochebenen des Himalaya vorkommt und dort Raupenlarven einer bestimmten Schmetterlingsart befällt. Und ja, er infiziert diese armen Raupen, wächst da durch, die buddeln sich irgendwann in die Erde ein und irgendwann kommt so der Fruchtkörper oben aus der Erde raus. Und erst vor wenigen Jahrhunderten wurde der Cordyceps eigentlich entdeckt, weil Jackhirten in den Hochebenen des Himalaya, also über 3.000, 4.000, 5.000 Metern so hoch, mag es der Cordyceps, die haben immer mal diese Pilze gefressen und waren dann richtig aufgedreht und auch hat eine wirklich sehr stark ausgeprägte Libido. Und Jackhirten haben das beobachtet, haben gesehen, dass da so Pilze sind, haben angefangen, die Pilze zu sammeln, selber zu nehmen und irgendwann ist der Cordyceps zur wertvollsten Substanz in der traditionellen chinesischen Medizin geworden. Echter Cordyceps wird da nämlich mit Gold aufgewogen, kostet das Kilo bis zu 30.000 Euro. Aber wir wissen heute zum Glück, wie man den Cordyceps steril, vegan, ohne Raupe im Labor züchten kann. Das kostet auch gar nicht so viel. Und der Cordyceps ist nicht nur fantastisch und legendär, sondern allgemein ist wirklich der Pilz für mehr Energie. Er regt deine Hormonachsen an, Schilddrüse, Nebenniere, Geschlechtsorgane, regt die Hormonproduktion an, wirkt energetisierend, wirkt libidofördernd, regt die Schilddrüse an, ist auch entzündungslindernd auf die Schilddrüse, kann sich also auch bei Schilddrüsenunterfunktion, auch bei Hashimoto einsetzen lassen, bei Erschöpfung, chronischer Müdigkeit, bei Libido-Problem, Potenzproblem. Da lässt sich der Cordyceps einsetzen, auch zum Abnehmen wird er eingesetzt. Auch abnehmen, hier der Stoffwechsel gefördert werden kann. Ne? Ansonsten hat er noch viele, viele weitere Vorteile für die Gesundheit, die am besten im Beitrag nachlesen. Aber Cordyceps, der Pilz für mehr Energie. Dann haben wir die Löwenmähne. Löwenmähne ist so der Pilz für einen gesunden Magen-Darm-Trakt und für ein gesundes Nervensystem. So ziemlich jedes gesundheitliche Problem im Magen-Darm-Trakt lässt sich mit Löwenmähne einsetzen. Ich habe seit 2 Tagen einen Reizmagen.
Ich faste auch seit 2 Tagen und greife reichlich zur Löwenmähne, weil ich weiß, dass er den Magen sehr gut beruhigen kann. Er regt die Magensäureproduktion an, beruhigt aber auch den Magen, wenn er zu aktiv ist. Er ist auch mukusfördernd, also regt die Schleimproduktion im Magen-Darm-Trakt an, was sehr wichtig ist, weil diese Schleimschicht wie ein Schutz für deinen Magen-Darm-Trakt ist. Er wirkt selektiv antibakteriell gegen bestimmte Krankheitserreger, wie hier die Helicobacter pylori, fördert eine gesunde Darmflora, fördert ein gesundes Immunsystem, regt auch die Regeneration des Darmtraktes an. Also bei Leaky Gut-Syndrom lässt sich die Löwenmähne einsetzen und ist dort sehr, sehr wertvoll, vor allem zusammen mit dem Reishi. Und das ist so der Schwerpunkt Magen-Darm-Trakt. Auch Sodbrennen, Gastritis, Reflux. Hier ist der Löwenmähne wirklich eine sehr, sehr starke, effektive Naturmedizin. Fürs Nervensystem hat die Löwenmähne auch einiges bereit. Er regt nämlich die Bildung neuer Nervenzellen an über einen Botenstoff namens BDNF. Das heißt, du bildest neue Nervenzellen, deine Nervenzellen bilden neue Synapsen. Das heißt, du wirst schlauer, du kannst dich besser konzentrieren, du kannst Gelerntes besser verarbeiten. Also Konzentration und Fokus, deswegen greife ich auch gerne zu Löwenmähne, lässt sich aber auch für Erkrankungen einsetzen, wie neurodegenerative Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose. Die Löwenmähne ist sehr, sehr effektiv. Auch bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder ADHS, vor allem Depression hat oftmals was mit einer Entzündung der Blut-Hirn-Schranke zu tun. Auch hier lässt sich die Löwenmähne effektiv einsetzen. Bei Löwenmähne merkst du dir Magen-Darm-Trakt und Nervensystem. So wie die weiteren Vitalpilze werde ich ein bisschen kürzer und schneller drüber rushen. Die wichtigsten 4 hatte ich jetzt schon. Das sind wirklich die effektivsten und häufigsten Heilpilze von allen. Die kommen immer wieder. Reishi, Chaga, Cordyceps, Löwenmähne. So die nächsten, ein bisschen kürzer. Shiitake und Maitake sind auch sehr, sehr gute Speisepilze. Shiitake und Maitake stärken dein Immunsystem, wirken antiviral, antibakteriell bei Infekten im Magen-Darm-Trakt, senken dein Cholesterin, dein Blutfett, deinen Bluthochdruck und lassen sich auch komplementär in der Krebstherapie einsetzen und sind vor allem wichtig für ein gesundes Immunsystem. Dann haben wir noch Silberohr, Tremella genannt. Tremella ist auch so der gefeierte Anti-Aging-Pilz in der chinesischen Medizin. Du hast vielleicht schon mal von Kollagen oder Hyaluronsäure gehört für schöne, gesunde Haut. Vor allem Hyaluronsäure bindet viel Feuchtigkeit und lässt deine Haut so jünger erscheinen. Und Silberohr kann das aber noch sehr, sehr viel stärker als Hyaluronsäure. Also Silberohr ist eigentlich in der Anti-Aging-Medizin eines der ganz neuen Dinger. Silberohr wirkt ansonsten auch immunstärkend, antitumoral, hilft bei der Ausleitung von Schwermetallen, schützt deine Nervenzellen, wirkt antioxidativ und regt die Regeneration überall im Körper an. Auch zum Thema Ausleitung von Schwermetallen sei gesagt, dass Maitake, Shiitake und Reishi auch wertvolle Vorteile bieten. Dann haben wir das Judasohr. Judasohr kennst du vielleicht als den chinesischen Morchel. Das ist so eine Art Glibberpilz, den du manchmal in chinesischen Gerichten findest. Ist aber auch ein wertvoller Vitalpilz. Judasohr regt die Durchblutung an, wie kaum ein anderes Lebensmittel. Also ist gut bei Bluthochdruck, senkt auch den Blutzucker. Und weil auch die Libido mit einer guten Durchblutung zusammenhängt, kann er auch die Libido fördern. Sportler profitieren vom Judasohr, indem sie nach dem Sport eine bessere Regeneration aufweisen. Denn vor allem die Mikrovaskularisierung, also die Mikrodurchblutung, ist nach Judasohr viel besser. Ich selber greife auch gerne zu Judasohr in der Küche nach einer harten Sporteinheit und habe dann am nächsten Tag einfach viel, viel weniger bis gar keinen Muskelkater. Auch wertvoll. Dann die Schmetterlingstramete. Schmetterlingstramete ist ein sehr häufiger Wald- und Wiesenpilz. Siehst du häufig auf alten Baumstümpfen und Zweigen, ist in Europa als Nahrungsmittel nicht zugelassen, was eigentlich nicht erklärbar ist, weil die Schmetterlingstramete seit über 30 Jahren auch komplementärmedizinisch in China und Japan eingesetzt wird und bei uns einfach wild im Wald zu finden ist. Also warum sollte man das nicht als Lebensmittel zulassen? Naja, Schmetterlingstramete ist eines der stärksten immunstärkenden Lebensmittel auf dem Planeten, ist auch stark antitumoral. Da gibt es wirklich fantastische Studien im Bereich der Krebstherapie. Antiviral, wirkt auch gegen chronische Infekte und hat viele Vorteile. Wenn du Schmetterlingstramete wild im Wald sammeln kannst, tu dies, trocknen und mach dann einen guten Sud oder eine gute Tinktur draus.
Was haben wir noch für Vitalpilze? Mal ein kurzer Überblick. Dann noch den Eichhasen, der ist sehr, sehr wertvoll für die Lymphe, kann die Lymphtätigkeit anregen. Das ist wichtig für alle, die eher Lymphstau-Ödeme haben, die vielleicht rauchen und von einer besseren Entgiftung der Lymphe profitieren könnten. Aber besser ist trotzdem mal weniger zu rauchen. Dann haben wir noch den Mandelpilz. Der Mandelpilz ist wichtig für das Immunsystem und für die Immunbalancierung, kann nämlich Immungleichgewichte wiederherstellen und das ist besonders wertvoll bei Allergien und Autoimmunerkrankungen. So bei Autoimmunerkrankungen ist Mandelpilz plus Reishi eine sehr, sehr gute Kombination. Austernpilz. Austernpilz kennst du vielleicht als Speisepilz. Ist einer meiner Lieblingsspeisepilze. Er ist auch als Kalbfleischpilz bekannt, aus gutem Grund. Er hat wirklich ein sehr, sehr starkes Umami-Aroma, sehr, sehr wertvoll für deine Magen-Darm-Gesundheit, für deine Darmflora und für deinen Cholesterinspiegel. Dann haben wir noch den Schopftintling. Das ist ein häufiger Wald- und Wiesenpilz bei uns. Und der Schopftintling ist sehr, sehr gut zur Blutzuckerstabilisierung. Er lässt sich auch gut sammeln, zubereiten und überhaupt kein Problem. Die Blutzuckersenkung geschieht eher nachhaltig, nicht von heute auf morgen. Also auch mit Diabetes oder Blutzuckerschwankungen brauchst du hier keine Sorgen haben, aber im Zweifel rede hier bitte mit deinem Arzt. Dann haben wir noch ein paar Pilze, die bei uns häufig an alten Baumstümpfen zu finden sind, nämlich Zunderschwamm und Birkenporling. Die kannst du auch sammeln, vor allem junge Exemplare. Kannst sie pulverisieren, kannst einen Sud oder eine Tinktur draus machen, also ein starker Sud, wie eine gute Knochenbrühe, 2-3 Stunden köcheln und davon dann jeden Tag 1-2 Schlücke trinken. Zunderschwamm und Birkenporling sind auch stark entgiftend, entzündungslindernd, räumen den Magen-Darm-Trakt auf, also sind auch gut gegen Parasiten, gegen Dysbiosen, gegen chronische Infekte und lassen sich auch hier sehr gut einsetzen. Ja, und das waren jetzt eigentlich mal die wichtigsten 15 Vitalpilze. Ein guter Überblick bietet auch das Buch von Philipp Rebensburg, guter Freund und Kollege. Hat ein Buch geschrieben, das heißt Heilende Pilze. Klare Empfehlung, wenn du mal ein ganzes Buch über Heilpilze lesen willst, über die Studien, die Anwendung, die Vorteile und wie du Pilze vielleicht auch selber in deinem Garten oder in deiner Garage anbauen kannst. Klasse Buch. Ansonsten in dem Übersichtsbeitrag über Heilpilze, den du in den Shownotes findest oder auf schnellfachgesund.de/Heilpilze, findest du einen großen Überblick über die wichtigsten Heilpilze, die wir heute besprochen haben, ihre Anwendung und auch viele, viele wissenschaftliche Studien, die ich dort noch verlinkt habe. Im Mitgliederbereich, also wenn du dich in unseren Newsletter einträgst auf Schnell einfach gesund, dann bekommst du auch Zugang zu all unseren E-Books und zu all unseren Webinaren und Videokursen. Fast überall spreche ich auch mal über Vitalpilze und vielleicht hast du heute auch verstanden, wo meine Begeisterung für Vitalpilze herkommt und warum sie so wertvoll und vielseitig eingesetzt werden können. Jetzt an der Stelle belasse ich es dabei. Jetzt haben wir über die wertvollsten Vitalpilze gesprochen. In der nächsten Episode reden wir über die Qualität und über Extrakte, was es da zu wissen gibt. Ich danke dir an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Alles Wichtige findest du auch noch in den Shownotes unter dieser Episode sowie auf schnellfachgesund.de. Dort findest du, also auch in den Shownotes unter diesem Video, findest du auch einen Rabattcode und einen Link zu dem Anbieter für Vitalpilzextrakte, den ich am meisten empfehle. Schau da gerne auch mal vorbei. Damit kannst du auch unsere Arbeit hier unterstützen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Genieß die Zeit. Liest dich gerne mal in unserem Magazin ein bisschen über Vitalpilze ein. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes und tolles Thema. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut. Und das war's auch schon, die 15 wichtigsten Heilpilze, was sie können und wie du sie für dich nutzen kannst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du ähnliche solcher Videos gerne dauerhaft in deiner Inbox haben möchtest, immer auf dem neuesten Stand, was wir so machen und welche Inhalte wir so hochladen, dann abonniere gerne diesen Kanal. Einfach hier auf Abonnieren drücken und dann bist du schon dabei. Damit unterstützt du auch unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. Und wenn du Fragen hast oder vielleicht selber schon Erfahrung mit Heilpilzen ein oder mehrere dieser Pilze aus dieser Liste selber für dich nutzt im Alltag, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar. Komm mit uns in den Austausch und lass vor allem die Community an deinem tollen Erfahrungsschatz teilhaben. Wenn du weiterführende Infos, Beiträge, E-Books oder Produktempfehlungen von uns sehen möchtest, dann folge einfach dieser Beschreibung, also unter diesem Video in die Beschreibung gehen und da findest du alle wichtigsten Links. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und wenn du möchtest, sehen wir uns im nächsten Video dir. Mach's gut.